meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Star Wars Knights of the Old Republic 2. Wir sind fertig mit Korriban, haben hier einiges gerissen, haben Darth Sion kennengelernt, haben den toten Jedi gefunden, also die Jedi-Ritterin. Und jetzt geht's weiter. Der HK-Einheit haben wir, glaube ich, auch das Teil eingebaut. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Lass uns doch nochmal ein kleines Wörtchen mit der Kreia reden. Mal gucken, ob die uns noch irgendwas Neues zu sagen hat. Oder irgendwas Schlaues. Ihr habt euch mit der Seherin angefreundet. Ich weiß nicht, wie sie uns spüren konnte, aufspüren konnte. Ihr Volk sieht nicht, wie wir sehen. Sie nehmen die Galaxis durch die Macht wahr. So hat sie euch gefunden. Es ist Verschwendung, dass gerade ihr Volk diese seltene Gabe besitzt. Trotz eures Verlangens wäre es besser, sich ihrer sofort zu erledigen. Gleich, ob ihr sie retten oder versklaven wollt, sie ist eine Bedrohung für uns alle. Sie dient einem der größten aller Sith. Sie ist sein treuester und einziger Lehrling. Und doch verschont ihr sie. Warum? Ich töte keine Gefangenen, weil es keinen Sinn macht, sie zu ermorden. Noch nicht. Wir werden sehen. Vielleicht war es klug, sie am Leben zu lassen. Vielleicht aber auch nicht. Was ihr auch mit ihr vorhabt, haltet euch zurück. Sowohl für Gnade als auch für Lust fehlt uns die nötige Zeit. Was ich mit ihr vorhabe, geht euch nichts an. Ah, vielleicht war ich dann mit meinem Urteil etwas voreilig. Es ist wohl besser, dass ihr euch nie gefragt habt, was unter ihren Kleidern liegt. Ob ihre alabasterne Haut genauso weiß und makellos ist wie ihr Gesicht. Oder ob sie die Narben der Sklaverei trägt. Und ob euch das nicht sogar noch mehr erregen würde. Ob ihr unterwürfiger Ton sich wohl ändern würde, wenn ihr sie an der Kehle packt. Und ihr zeigt, wie tief ein Jedi fallen kann. In den Schatten eures Verstandes verbergen sich nur wenige Gedanken. Und solche Leidenschaften sind keine Stärke, sondern Schwäche. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Ich kann nicht anders als euch zuhören. Und ihr habt solch seltsame Gedanken. Für einen Jedi untypische Gedanken. Gebt eurem Verlangen nur nicht nach. Sich mit ihr zu vereinen, würde schlimme Folgen nach sich ziehen. Genau wie die Dienerin Atris hat auch sie andere Meister. Sie mag vielleicht blind sein, aber sie ist mit der Dunkelheit verbunden. Ihre Anwesenheit hier gefährdet uns, gefährdet euch. Unterschätzt sie nicht, sie und ihre Loyalität. Vertraut mir, ich wollte nur ihr Lichtschwert. Ich bezweifle, dass eine solche Anschaffung einfach wäre. Und sie würde euch auch nicht helfen. Etten sagt, ihr Planet wurde ausgelöscht und dass er die einzige Kolonie ihres Volkes in einem Teil der Galaxis war. Wirklich? Und was haltet ihr davon? Das bedeutet, dass wir Probleme haben. Ihr tut gut daran, euren Instinkten zu vertrauen. Irgendetwas stimmt nicht. Wir müssen nur herausfinden, was und warum. Wenn eure Instinkte euch zu einer Antwort führen, sprecht mit mir. Vielleicht können wir weiter darüber reden. Schon gut, ich gehe dann jetzt. Sehr gut. Einen dunklen Punkt geholt. Ich frage mich, ob es überhaupt bringt, immer noch mehr dunkle Punkte zu holen. Ich meine, wir sind doch schon ganz unten, oder nicht? Oder geht das noch weiter? Wollen wir jetzt noch mit der Visa mal reden? Mal gucken, was wir bei der noch so rausholen können. Mein Leben für das Eure. Wer schickt euch? Ich diene meinem Meister. Ich bin eine Abgesandte, eine Späherin. Mein Meister hatte eine Störung in der Macht bemerkt, kannte aber ihren Ursprung nicht. Euch. Für gewöhnlich spürt man keine Störungen, die von Lebewesen ausgehen. Es gibt nur wenig, was meinem Meister entgeht. Dass ihr seinem Blick so lange entgangen seid, ist bedeutsam.
Ich verstehe es nicht. Ich habe einige Fragen an euch. Ich werde eure Fragen beantworten, aber meine Antworten könnten sich als nutzlos erweisen. Steckt euer Meister hinter der Zerstörung Peragos? Mein Meister hat den Planeten, von dem ihr sprecht, nicht zerstört. Es gibt viele Gruppierungen innerhalb der Sith. Alle wollen das Wenige an sich reißen, das nach dem Ende des Jedi-Bürgerkrieges noch übrig ist. Nicht immer wissen die einzelnen Gruppierungen, wohin die andere geht. Aber ihr Ziel ist das gleiche. Der Tod aller Jedi. Überall. Sie glauben, dass ihr der letzte Jedi seid und nur der Hass gegen die Jedi vereint sie. Alle ihre Augen sind auf euch gerichtet. Eine schreckliche, stille Dunkelheit verfolgt euch. Okay, ich gehe dann jetzt. Vergebt mir, aber bevor ihr geht, muss ich euch noch etwas fragen. Warum habt ihr das getan? Warum wollt ihr mir helfen, mich unterrichten? Warum? Ein schwacher Diener hat keinen Nutzen. Gewiss hat der Sith euch das doch beigebracht. Ich warne euch. Wenn ihr euch meinetwegen schwächt, töte ich euch. Für einen Sith vertretet ihr seltsame Absichten. Die Sith kennen nicht nur blinde Wut und Massaker. Es gibt viele Arten des Hasses und alle werden von der dunklen Seite genährt. Die Galaxis ist voller Bosheit. Ich habe selten etwas anderes gesehen. Wir haben genug geredet, ich muss weiter. Gut. Vielleicht sprechen wir ein andermal wieder darüber. Vielleicht. Aber eines sollt ihr wissen. Ich kann euch nicht gestatten, euch meinetwegen zu schwächen. Noch ein Dunkelpunkt bekommen. Ja, aber ich glaube echt nicht, dass das noch weiter runtergeht. So, machen wir uns auf den Weg. Ich würde fast schon vorschlagen, dass wir nach Nar Shaddaa gehen, oder? Ja, ich denke schon. Ja, jetzt waren wir sonst überall Korriban. Nur noch Nar Shaddaa bleibt übrig. Dann tun alle ran. Ja. Ah ne, wir sollen uns ja mit dem Dings treffen. Captain Tobin hat sich ja gemeldet. Nicht Tobin. Kelborn erfahren, dass Meister Kavar eine dringende Nachricht für dich hat. Du sollst also nach Duxun kommen. Ja, dann machen wir das doch. Duxun. Let's go. Fall, dass jetzt nicht irgendwelche Aufnahmen dadurch verloren gegangen sind. Gut. Wie wollten wir das machen? Was ist? Das ist ein kurzer Solo-Modus. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Oh, nee, das war nicht geplant. Der wirft jetzt erstmal ein paar Granaten darunter. Komm. Wie kann so. Ich dienen? Komm, komm, komm. Nochmal. Und nochmal. Boah, sind gut welche gestorben. Schnell mal hier auf Medikit wechseln. Ja, wir schaffen es. Unglaublich. Wow. Nicht schlecht. Speichern. Okay, okay. Wo ist denn jetzt Visa? Die Dienerin da. Da. Oh mein Gott.
Hey, wir haben das echt geschafft. Sehr schön. War jetzt überhaupt nicht einfach. Haben wir gerade noch Medikits? Ja. Hier. Und dann nochmal so. Ist okay, das reicht erstmal. Na gut, da oben ist keiner mehr. Ey, die Musik ist ja mega gruselig. Generator ausschalten. Funktioniert auch nicht. Also müssen wir da hoch. Na gut. Oh, da oben kommt der nächste. Ich sehe aber nur einen. Fürs erste. Ah, da kommt die nächste. Oh, da kommt. Ey, ist das sein Ernst? Weiter hoch. Weiter, weiter, weiter. Wie viele sind denn das? Das ist ein ganzer Krieg. Komm schon. Ja. Hey, das sind ja viel zu viele. Scheiße. Schieß weiter, komm. Davon habe ich Zeit zu sterben. Und ist der noch? Einen nach dem anderen killen. Vielleicht kriegen wir das sogar hin. Der ist gar nicht mal so schwach. Bam! Aua. Nein, die Geschütztür schließen ja von dort. Davon habe ich noch mehr. Bisschen höher. So. Davon habe ich noch mehr. Unglaublich, ey, wie wir das hier hinkriegen. Komm jetzt. Okay, okay, jetzt warten wir mal. Schnell hochheilen. Das kriegen wir. Sau gut. Davon habe ich noch mehr. Sehr schön, Mandalore. Vor allem, der kann ich mal zurückziehen. Wow, fuck you. Ja. Wer wird zuerst sterben? Bastard. Wer sich beleidigt, stirbt. Ich hoffe, der macht nicht so viel Schaden. Davon habe ich noch mehr. Ja, der. Den haben wir. Tschüss. Haha, sehr schön. Hey, der räumt hier oben langsam alles alleine auf. Ey, wir schaffen das noch. Vielleicht schaffe ich das sogar noch, bevor die Stunde voll ist. Mit dem ganzen Scheiß. Boah, von wo kommt dieser Bastard denn? Ich glaube, mein Begleiter müsste aufstehen, nachdem der tot ist. So. Steht auf, kommt. What the fuck? Oh, nein, 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 Visa, komm zurück. Die Ehre liegt bei mir. Sag mal, geht's noch? Kannst du nicht dahin rennen?
viel habe ich denn noch? 3. Ja, die muss ich mir jetzt echt aufheben. Warten wir kurz. Ihr bleibt kurz hier. Wir gehen in den Solo-Modus. Ja? Was ist denn da? Ja, komm, den schaffe ich. Das wird euch eine Lehre sein. Eine Schwäche wird offenbar. Die Ehre liegt bei mir. Gut. Okay. Oh. Scheiße. Ja. Nein, 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 das ist so ein Quatsch. Los, mach bitte. Sehr schön, doch. Sehr gut. So. Medikits und einen guten Plaster. So. Oh Gott, ich sehe echt fast am Verrecken hier. Ich bin hier. Ja, merke ich. So, nimm mal. Mein Leben gehört euch. So. Und nochmal. Sehr schön. Jetzt haben wir hier draußen langsam mal aufgeräumt. Da drüben hat es sicher auch noch Leute. Nee. Die haben wir schon. Gut, dann tue ich jetzt sicher mal speichern. Okay, okay. So, und jetzt gehen wir rein. Oh. Los, 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 los. Schön. Oh, die sind stark. Komm schon, helf mir. Das wird euch eine Lehre sein. Oh, die waren jetzt... Oh Gott, haben die Schaden gemacht. Heieiei. Haufenweise Lichtschwert-Scheiße. Super. Speichern. Speichern. Okay, okay. So. Okay, Leute. Ich glaube, ich werde an dieser Stelle aufhören. Und, dann geht's mit dem nächsten Part dann weiter. Und ich bin gespannt, wie es da hinten weitergeht. Und bis dahin, Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen überhaupt. Ja, genau. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und, ja, ciao.